Die ersten beiden Challenges von heute waren ja eigentlich ziemlich einfach, aber die letzte, die hat's nochmal richtig in sich, nämlich die hier aus dem vierten Schloss. Denn dort dürfen wir kein einziges Mal einen der Schlangenblöcke berühren. Und diesmal ist es auch wirklich berühren, sprich wir dürfen nicht nur nicht auf ihnen stehen, sondern sie wirklich überhaupt nicht berühren. Weder von oben, unten, links oder rechts, einfach halt denen nicht zu nahe kommen, ne? So, und das ist nicht einfach, weil hier im ganzen Level sind nämlich die verdammten Schlangenblöcke. Ich habe ihn schon berührt, glaube ich. Ich habe ihn schon berührt, ja. Ich habe schon verloren. Ich mache mal trotzdem noch weiter, um mir noch den Rest des Levels angucken zu können. Oh Gott. Ja, ihr seht schon, am Anfang ist es schon ein bisschen eng, teilweise. Aber die schwierigste Stelle des Levels kommt erst am Ende. Deswegen, das wird dann noch ein großer Spaß werden. Das geht hier alles, weil hier sind eh gar kein. Ja. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass der Knochentrocken da runtergefallen ist. Weil Knochentrocken sind ja eigentlich schlau und laufen nicht einfach in Abgründe. Aber der wurde offenbar von dem Schlangenblock gerade eben. Ja, das war aber trotzdem komisch gerade eben. Keine Ahnung. Egal. Das ging auf jeden Fall jetzt alles. Das ist wieder ein bisschen trickreicher. Schaffe ich es denn von diesem Block aus da rüber zu springen zu dieser orangenen Plattform mit einem Dreisprung? Ja, die Frage ist, wie mache ich hier einen Dreisprung? Weil der Checkpoint. Oh Mann, ey. Diese blöden Checkpoints, die immer im Weg sind, ne? Oder reicht da ein normaler Sprung sogar aus? Ich glaube nicht ganz. Ja, mit Anlauf. Ich weiß, mit Anlauf ist es eng. Ich probiere es mal. Das reicht aus. Okay, das ist ja wunderbar. Gut. Kann ich einfach oben rum entlang und die ganzen Schlangenblöcke skippen. Weil da anders durchzukommen, das ist nämlich jetzt nicht ganz so empfehlenswert, wenn man da oben rum viel einfacher durchkommt. Würde ich mal tippen. So, und hier kommt wieder mal ein blöder Knochen. Ja, Gott, ey. Ja, von da oben kommen jetzt, glaube ich, unendlich viele von diesen Eisenkugeln, oder? Wahrscheinlich. Ja. Dann hätte ich mich gerade eben ein bisschen mehr beeilen sollen. Ich gehe mal kurz aus dem Bildschirm raus, um die wieder zu resetten, vielleicht. Weil die jetzt vielleicht länger brauchen, bis die kommen. Weil jetzt nämlich keine im Weg sind. Ja, es ist nämlich besser, wenn da keine von den. Oh mein Gott, von den Eisenkugeln im Weg ist. Ja, ihr merkt schon, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Aber der schwierigste Teil kommt jetzt erst hier am Ende. Denn das weiß ich noch ganz genau, dass dieser Teil hier wirklich extrem, extrem, extrem fies ist. Ja gut, ehrlich gesagt, so mega fies ist er gar nicht mal, wenn man weiß, was man tun muss. Aber man muss erstmal draufkommen, was man tun muss. Und wenn man das nicht weiß, hat man ein ziemliches Problem. Denn so wie es jetzt gerade ist, könnt ihr sehen, dass ich da nicht so wirklich gut durchkommen kann, irgendwie. Weil obenrum kann ich nicht gehen, weil das sind die Schlangenblöcke. Und untenrum komme ich aber auch nicht wirklich durch, weil da diese zwei fetten Eisenkugeln im Weg sind. Deswegen, was zum Teufel sollte ich jetzt hier machen? Naja, eine Möglichkeit, die ein bisschen sehr wahnsinnig ist, wäre vielleicht die folgende, dass ich versuche, hier sowas zu machen irgendwie. Ich wollte jetzt mal kurz vielleicht erklären, was ich da jetzt vorhatte. Wenn jetzt die obere Eisenkugel nicht im Weg gewesen wäre, hätte ich da jetzt durch diese kleine Lücke zwischen diesen Schlangenblöcken hindurchspringen können. Und dann, während ich da oben war, ohne einen Schlangenblock zu berühren, während ich da oben war, wäre dann die untere Eisenkugel unter mir hindurchgerollt. Ich wäre dann in die Mitte von den beiden gekommen und hätte dann ein bisschen Fortschritt gemacht. Dasselbe hätte ich dann nochmal bei der anderen Eisenkugel machen müssen, die dann noch auf der rechten Seite war. Und dann wäre ich da durchgekommen. Das geht, glaube ich, sogar auch gerade so irgendwie, diese Taktik. Wenn man aber wirklich diese Taktik anwenden müsste, um das Level durchzukommen, dann hätte es die 10 Sterne wahrscheinlich verdient. Weil das extrem brutal und über. Ich hab's nicht berührt. Weil es extrem brutal und übertrieben ist, da so durchzukommen. Und 10 Sterne hat die Challenge das dann doch nicht ganz verdient, aber schon sehr viele. Es gibt aber eine andere Taktik, wie man da durchkommen kann. Auf die man aber erstmal kommen muss. Das ist nämlich auch wieder mal so eine Sache, dass man die Mechaniken hier in. Naja, ist mal ein Fehler, geh weg hier. Ja. Ich will nicht dahin, wenn der Eisenkugel im Weg ist. Kommt da jetzt auch wieder unendlich viele oder wie? Das ist ja nervig. Ich reset das mal nochmal. Auf jeden Fall, am Ende sollte man da eine Mechanik anwenden. Die wir auch. Ja, der fällt dann nach unten, das ist komisch. Die wir auch schon häufiger mal angewandt haben, die ich sogar in dem Level jetzt schon häufiger mal angewandt habe. Und zwar, dass. Ja, wie soll ich das wieder erklären? Dass man halt den Bildschirm zum richtigen Zeitpunkt betritt oder so halt, oder dass man halt die Gegner und die Objekte zum richtigen Zeitpunkt in den Bildschirm lässt. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Denn diese Eisenkugeln, die haben auch ein sehr, 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 sehr interessantes Verhalten. Also irgendwie, das ist eh ganz interessant, finde ich. Das Spawnen von den Gegnern hier in diesem Spiel ist nämlich teilweise total seltsam und folgt nicht immer genauen Regeln, was ich teilweise etwas komisch finde. Denn diese Eisenkugeln funktionieren ganz, ganz seltsam. Denn sobald ich eine Eisenkugel in den Bildschirm lasse, sage ich jetzt mal, dann kann ich sie dadurch dann eben zum Spawnen bringen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Und sobald sie einmal gespawnt ist, wird sie aber dann ständig unsichtbar, selbst wenn wir jetzt den Bildschirm wieder verlassen, wird sie jetzt trotzdem dann so weiterlaufen, sag ich jetzt mal. Also hier ist jetzt die Eiskugel, die läuft jetzt hier so entlang. Wenn ich den Bildschirm verlasse und wieder neu an diesen Ort hingehe, können wir jetzt sehen, dass die Eisenkugel jetzt nicht da ist, weil die jetzt immer noch eben auf die rechte Seite gewandert ist und die noch jetzt ein bisschen Zeit braucht, bis sie jetzt dann gleich wieder auf die linke Seite zurückkommt. Häufig ist es ja so, wenn ich jetzt den Bildschirm halt zweimal hier betrete oder halt die Eisenkugel zweimal hintereinander in den Bildschirm lasse, dass dann sich zweimal hintereinander auch genau gleich verhalten wird. Wird
sie aber hier nicht. Hier braucht sie jetzt viel, viel länger, bis sie mal wieder in den Bildschirm kommt, nämlich jetzt erst, genau, weil sie eben unsichtbar, selbst als wir außerhalb des Bildschirms waren, trotzdem jetzt da rechts quasi noch weiterläuft. Das müssen wir uns jetzt nämlich merken, ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt dieses Verhalten von der Eisenkugel nämlich zunutze machen. Dass eben, wenn wir sie einmal zum Spawnen bringen, dass sie dann eben auch unsichtbar immer weiterlaufen wird, aber dass man sie halt trotzdem erst dieses eine Mal zum Spawnen bringen muss. Und genau das wollen wir jetzt zunutze machen, uns, indem wir nämlich Folgendes tun, nämlich die Eisenkugel jetzt ganz auf die rechte Seite lassen, müssen wir jetzt das Timing ein bisschen abwarten und jetzt dann gleich hinterher rennen, nämlich jetzt ungefähr, genau, weil jetzt haben wir dann nämlich auch die andere spawnen lassen. Habt ihr das jetzt verstanden? Ich hoffe schon. Weil dadurch, dass wir jetzt weit rechts gegangen sind, haben wir jetzt die andere spawnen lassen. Und das aber erst, als die linke der beiden Eisenkugeln von der unteren viel, viel weiter rechts war. Und was bringt uns das jetzt? Das bringt uns Folgendes, dass jetzt nämlich die beiden Eisenkugeln weit genug rechts sind, dass wir jetzt hier in diese Lücke da unten gerade so reinkommen, uns dort verstecken können und einfach nochmal kurz warten, bis jetzt dann gleich die wieder auf der linken Seite von uns sein werden, die beiden. Nämlich ungefähr... Da hat man sogar viel mehr Platz, nämlich so. Und dann können wir nämlich hier durchkommen und es haben diesen Abschnitt ziemlich einfach gemeistert, ohne einen Schlangenblock bisher berührt zu haben. Ja, ziemlich heftig das Ganze, oder? Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wie gesagt, das haben wir schon bei den, also bei den allermeisten anderen Gegnern funktioniert das anders. Da ist es halt so, dass wenn ich immer wieder den Bildschirm neu betrete oder halt immer wieder neu in den Bildschirm lasse, dass sie dann wieder quasi von vorne mit ihrem Muster anfangen werden, sag ich jetzt mal, und sich halt nicht außerhalb des Bildschirms noch unsichtbar weiter bewegen werden. Die werden dann halt einfach jedes Mal quasi neu gespawnt, sag ich jetzt mal. Diese Eisenkugel, ich habe jetzt gar nicht gemerkt, wo wir waren. Ich mache mal bei 92 dann gleich. Auf jeden Fall diese Eisenkugeln da, bei denen ist es aber halt anders, denn die Eisenkugeln, ich bin übrigens hier, der kann mich ja gar nicht treffen übrigens, der Kollege, wow, du bist auch schlau, Morten. Die Eisenkugeln, die kann man aber halt quasi nur ein einziges Mal spawnen und dann bewegen die sich aber, wie gesagt, außerhalb des Bildschirms trotzdem ganz normal weiter, als wären sie die ganze Zeit im Bildschirm. Und das muss man eben hier beachten und wissen, um da am Ende wirklich gut durchzukommen zu können. Wenn man das nicht weiß, wenn man über dieses Wissen nicht verfügt, wird man da am Ende große, große Probleme haben, da anders irgendwie dann durchzukommen. Wie gesagt, ich glaube, es geht trotzdem da am Ende durchzukommen, selbst wenn man diesen Trick nicht anwendet. Ich meine, das geht sogar. Aber es ist halt sauschwer. So, 2,70 war es, glaube ich, ungefähr. Und ja, wir können aber sehen, dass übrigens Morten nicht arg viel auf dem Kasten hat, weil der ist nämlich ein bisschen doof. Wenn ich mich nämlich nach links unten stelle, sollte er eigentlich die Eisenkugeln eher auf die rechte Seite packen, weil die mich nur so treffen können. Aber offenbar reicht seine Intelligenz dafür nicht ganz aus. Wir sehen können, weil er nämlich immer nur nach links die Eisenkugeln wirft. Ach Gott, ey, Morten, du Idiot. Das gibt's ja wohl nicht. Aber er wird jetzt dann wenigstens gleich sich in der letzten Phase, in der dritten Phase, glaube ich, verbessern. Ich glaube, in der dritten Phase wirft er ja immer auf beide Seiten Eisenkugeln, ne? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. So, er kommt auf jeden Fall raus bei 2,20. Okay, er ist bei 1,90, darf ich. Und macht auf beiden Seiten. Er macht einfach zweimal hintereinander. Alter, das ist, also mal ganz ehrlich, ne? Ich habe schon häufiger mal gesagt, dass ich von den Bosskämpfen in NSMB 2 oder allgemein in den NSMB-Spielen, außer in New Super Mario Bros. DS, weil da gab es coole Bosse, nämlich auch halt immer wieder andere. Aber ansonsten über NSMB V oder NSMB U oder NSMB 2, da kann man über die Bosskämpfe echt nur lästern. Ich meine, schau euch das an. Das ist dermaßen langweilig einfach nur, was hier los ist. Und überhaupt nicht kreativ. Also an sich, die Idee war ganz cool, dass hier noch so eine Stage dabei ist mit diesen Eisenkugeln hier, die er da nach unten rollen lassen kann. Aber die Umsetzung ist dermaßen kacke. Also ja, ich bin echt von den Bossen hier in dem Spiel oder auch in NSMB U oder auch in NSMB V echt kein Fan, leider. Naja. Aber dafür sind sie wenigstens in New Super Mario Bros. DS ziemlich cool, weil da kämpft man eben nicht gegen die Koopalinge, sondern immer gegen andere. Und die haben es dann echt auch teilweise auf dem Kasten und haben ganz coole Muster, die man erkennen muss, haben tolle Angriffe und deswegen die sind echt cool. Aber hier die Koopalinge, die mag ich echt überhaupt. Also eigentlich mag ich die Koopalinge von ihren verschiedenen Charakteren her ja schon, aber rein von den Kämpfen her sind es echt totale Luschen und Langweiler. Aber naja, so. Das wäre es auf jeden Fall dann hier mit der vierten Welt gewesen. Wir betreten auch schon mal Welt 5, würde ich sagen. Denn, yay, schöne Musik und chillige und ruhige. Denn da geht es dann natürlich morgen im Let's Play weiter mit den ersten... jetzt bin ich an meinem Mikro hingekommen, sorry. Mit den ersten drei Leveln. Ich bin mir gar nicht sicher, in welcher Reihenfolge ich die dann eigentlich spielen werde, diese Level. Ich gehe mal schon kurz ein bisschen weiter. Jetzt müssen wir dann gleich ein bisschen spoilern uns lassen, weil jetzt nämlich dann schon geheime Sachen auftauchen, wie so da oben das Geisterhaus zum Beispiel. Ich würde aber schon sagen, dass wir 5-1, 5-2 und 5-3 einfach spielen. Ja, genau, okay. Wir spielen beim nächsten Mal also 5-1, 5-2 und 5-3. Und was erwartet uns denn da wieder? Ich gebe wieder mal kurz einen klitzekleinen Teaser. Und zwar, wir haben einmal, ja eigentlich sogar haben wir zweimal, könnte man sagen, so ein bisschen Plattform-Berührungsgedöns.
Und einmal noch dann auch wieder was ganz anderes, was war auch irgendwie was mit Plattformberührungsgedöns so ein bisschen zu tun hat. Ja, also eigentlich haben alle drei so minimal etwas mit Plattformberührungsgedöns zu tun, aber irgendwie dann auch doch wieder nicht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Lasst euch mal überraschen, was da so auf uns zukommen wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.